Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dampfrolli. Ja, heute sind wir mal draußen. Ich habe gedacht, bei diesem geilen Scheißwetter gehen wir einfach mal raus und machen ein Video draußen. Ja, ich habe euch zwei neue Liquids hier mitgebracht von der Firma Big B Juice. Zwei neue aus der Reihe. Also einmal hier das Red Bird. Das ist hier so eine Himbeer, Erdbeer und Bier. Das fand ich ja ganz interessant. Deswegen muss ich das direkt auch mal testen hier mit der Biernote. Dazu kommen wir aber gleich. Und einmal hier das Coco Fantasy. Das ist auf jeden Fall hier eine Wassermelone mit einer Prise Orange und Kokos. Also ich stehe ja auch immer auf Kokos, deswegen habe ich gedacht, ich schaue mir die mal auf jeden Fall zuerst rein. Und ja, dann schauen wir mal, wie die ganzen hier schmecken. Ich probiere die jetzt mal auf dem Ground 3. Bis gleich. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true bookie in the state of my mind. Now I know a lot of rookies coming over for the title. But I don't wanna. Fangen wir mal an hier mit dem Red Bird. Das ist jetzt auch ganz neu erst. Also ich war echt gespannt wegen dieser Biernote vor allem. Wegen der Himbeer mag ich auch und der Erdbeer. Also wir schauen jetzt das Ganze mal, wie das schmeckt. Ich habe mir das jetzt mal hier reingefüllt. Wie immer in meiner Dragbox hier mit dem Crown 3 Dampfdidas Edition. Krass. Also ganz anders, wie ich gedacht habe. Ich habe gedacht, hier kommt jetzt richtig krass das Bier raus. Aber hier ist jetzt auf jeden Fall mehr die fruchtige Note im Vordergrund. Das Bier schmecke ich aber auch. Ich habe jetzt hier auch mal vorhin schon den Lecktest gemacht. Ich mache den gerade nochmal, dass ich es auch gut erklären kann. Also hier beim Lecktest schmeckt man tatsächlich wie so ein Bier, so ein Radler, also die Herbe von dem Bier. Und dann kommt die ganze fruchtigen Sachen, also die Erdbeer und die Himbeer. Und kommt dann auch durch. Wenn ich das jetzt hier dampf, ich bin hier bei dem Ground 3 mit den 0,4er Verdampfern bei 60 Watt. Und da kommt auf jeden Fall, die fruchtigen Sachen kommen zuerst. Dann kommt diese Herbe von dem Bier, aber das ist eine richtig geile Kombi. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Berliner Kindlbier, dieses Himbeerbier. Und das kommt schon so in die Richtung. Also ist auf jeden Fall richtig nice, kann ich echt empfehlen. Ich glaube auch nicht, dass das langweilig wird. Also ist echt eine geile Nummer. So, und dann kommen wir auch mal zum zweiten der Reihe. Also hier das Coco Fantasy, wie ich ja schon gesagt habe. Hier mit der Kokosnuss. Die Wassermelone, die Orange und ich bin da echt mal gespannt, weil ich liebe ja Wassermelonen, ich liebe aber auch Kokos und jetzt bin ich mal gespannt, wie diese Kombi hier getroffen wurde, also deswegen war ich auch sehr gespannt auf dieses Liquid und ich probiere das Ganze jetzt mal hier wieder in dem Crown 3 bei 60 Watt. Nice. Also, die Wassermelone, die hier drin ist, die ist echt gut getroffen. Es gibt ja schon viele Wassermelonen in Liquids und da gibt es auch viele schlechte, muss ich sagen. Aber die hier ist gut. Die ist wirklich gut. Die ist gut getroffen. Das ist wirklich wie eine Wassermelone, wenn man die frisch aufschneidet irgendwie im Sommer und draußen auf der Terrasse hocken, die so richtig abknabbert und das ist richtig nice. Die Kokosnuss ist im Hintergrund auf jeden Fall. Aber sie ist angenehm. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie einem nach längerem Dampfen auf den Sack geht. Die ist wirklich angenehm und schmeckt eigentlich ganz gut. Der Favorit von den beiden ist jetzt auf jeden Fall für mich hier, das hier, das Red Bird, also das hat mich wirklich hier geflasht. Ich bin es jetzt auch seit gestern am Dampfen, deswegen ich guck mal, wie der Langzeittest davon ist, aber ich denke mal ganz gut, weil ich finde diese Biernote richtig geil.
es ist halt jetzt nicht so das Bier so in die Fresse, sondern es ist wirklich einfach so dieser herbe Biergeschmack, aber mit der fruchtigen Himbeere, so wie bei diesem Berliner Kindl. Und das ist cool. Also wenn ihr Bock habt, checkt es auf jeden Fall mal ab. Big B Juice, das ist ein Hersteller aus der Schweiz. Ich kann es nur empfehlen, die haben auch andere coole Sorten. Die haben auch Peanut, die haben, ach, Watermelon alleine, die haben ganz viele verschiedene Sorten. Also checkt es auf jeden Fall mal ab, wenn ihr Bock habt. Und ja, was ich euch noch sagen wollte, am Samstag bin ich bei Keros Liquid bei der Shop-Eröffnung, der Neueröffnung. Die haben jetzt einen größeren Laden, die haben umgebaut. Und ja, alle anderen sind auch da, also Steamshots, Thomas, Dampfdidas, Dampf-Euphorie, die Dampf-Brothers. Ja, wir sind auf jeden Fall da am Start, wird eine richtig coole Nummer. Es gibt da ein Buffet, es gibt da Überraschungen, es gibt da Gewinnspiele, es gibt da Rabatte. Also wenn ihr Bock habt, kommt auf jeden Fall vorbei. Morgen, Samstag, Keros Liquids, ja, wird uns freuen. In Neuss ist das Ganze. Wenn ihr Bock habt, ich poste das Ganze jetzt auch nochmal kurz nach dem Video. Und dann könnt ihr auch nochmal abchecken, wo das genau ist. Und dann könnt ihr gerne hinkommen. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Danke an dieser Stelle nochmal jetzt für über 400 Abonnenten. Ich hoffe, dass es so weitergeht. Und ja, jetzt kommt ja auch bald das Musikvideo. Dazu erkläre ich euch aber im nächsten Video mehr. Und dann sehen wir uns auch, denke ich mal, am Sonntag wieder. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß. Dann sehen wir uns eventuell am Samstag. Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar von euch sehen würde. Bis dann. Ciao, ciao.